Servus liebe World of Warcraft-Freunde, willkommen zurück zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Es werden ja regelmäßig Tierlists veröffentlicht nach dem Motto, das sind aktuell die besten Klassen im Mythisch Plus. Und ich bin auch ehrlich, ich habe das auch öfters aufgegriffen als Videothema. Nicht unbedingt, das sage ich ja auch meistens vorweg, um euch zu sagen, was ihr spielen sollt, sondern einfach, weil ich es interessant finde, auch aus privater Sicht zu gucken, welche Klassen performen denn aktuell richtig, richtig gut. Ich bleibe zwar immer meiner Eule mainmäßig treu, nichtsdestotrotz finde ich es immer interessant zu sehen, wie sich durch Patches und so weiter und so fort die Stärkeverhältnisse verschieben. Dementsprechend geht es aber in diesem Video nicht darum, dass wir uns wieder irgendeine Tierlist anschauen, sondern ich habe mich mal gefragt, wie ist das eigentlich, wie realistisch ist diese Tierlist im aktuellen Addon, zumindest auf Mythisch Plus bezogen. Im letzten Patch war es ziemlich offensichtlich, dass gefühlt fast immer nur dieselben Klassen gespielt wurden, sprich Druidentank, Parlerheiler, dann Augmentation Evoker, Shadow Priest und Fire Mage und so Geschichten. Das war auch in den Leaderboards sehr, sehr stark vertreten. Aber ich habe das Gefühl, dass im aktuellen Patch es zwar Klassen gibt, die laut Rankings sehr, sehr stark sind, aber es ist doch eine größere Fluktuation dabei. Und ob das stimmt, das habe ich mir angeschaut und meine Erkenntnisse möchte ich mit euch präsentieren. Wir greifen dazu auf die Tierlist von U.GG zurück, einfach aus dem Grund, weil die regelmäßig aktualisiert wird. Und zwar mit Daten, die die Seite bekommt aus gelaufenen Keys, der WoW-API, whatsoever. Wie sie das genau berechnen, das wissen nur die, denke ich, die Ersteller der Seite. Aber wir können daraus erkennen, dass rein theoretisch die besten Specs der Dämonenjäger sind, plus der Augmentation Evoker. Und danach kommen relativ viele Klassen, die ebenfalls sehr, sehr stark sind. Outlaw Rogue, Demo Hexer, Beastmaster Hunter, Retripaler, Furorkrieger, die Eule, Feuermage, Frostmage, Enhancer Shami und so weiter und so fort. Also das Balancing ist in dieser Season auf jeden Fall etwas besser geworden als noch in der vergangenen. Aber ja, bei den DDs ist eigentlich relativ klar, okay, Dämonenjäger und Augmentation, die müssten ja da ziemlich dominieren. Danach kommt ein bunter Mix. Bei den Tanks ist ebenfalls relativ deutlich vorne Dämonenjäger, gefolgt von Parler und DK. Also da hätte ich auch erwartet, dass sich vor allem die drei Specs durchsetzen. Tatsächlich ist es bei den Tanks auch etwas eindeutiger als bei den DDs. Und bei den Heilern, da gibt es zum Beispiel auch ein paar Überraschungen, was ich gesehen habe. Da ist laut Tierlist der Mönch vor dem Disziplin-Priest, Schamane, Holy Priest und eher hinten so Specs wie der Paladin, Druide und der Evoker. Wenn wir das jetzt aber mal vergleichen mit den aktuellen Leaderboards, dann sehen wir, dass sich schon ein bisschen, es gibt ein bisschen mehr Änderungen letzten Endes. Also in der vergangenen Season war es wirklich so, wenn du auf dieses Leaderboard gegangen bist, es war eigentlich unter den Top 300 Runs fast immer dieselbe Comp. Also Druide-Tank, Parlahiel, ne, und die eben genannten DDs. Da gab es vielleicht auf 300 Keys mal 10 Stück, die abgewichen sind, gefühlt. Es werden wahrscheinlich ein bisschen mehr gewesen sein, aber es war doch sehr viel Fluktuation dabei. Wir sehen jetzt hier, dass zum Beispiel der beste Tank oder der beste Key, der aktuell gelaufen wurde, der den höchsten Score gab, ein Ataldazar plus 30, beispielsweise gar nicht mit dem Dämonenjäger gespielt wurde, sondern mit dem Palatank. Und das ist das, was ich sehr überraschend fand, dass bei den Heilern unter den Top-Runs sehr, sehr viele Druiden dabei sind. Also wir haben hier die 40 besten Runs aktuell weltweit. Und ich würde sagen, so rund, vielleicht etwas weniger als die Hälfte, wurde von Druiden geheilt. Und die sind ja eigentlich laut Tierlist gar nicht mal so geil. Sondern, weiß nicht, 4-5 bester Spec. Dann, ebenfalls eigentlich war ja an der Spitze der Mönch. Der taucht hier in den Top 40 nur zweimal auf. Und ansonsten wird alles vom Disziplinpriester dominiert. Also wir sehen bei den Heilern, kann man, glaube ich, nicht so krass auf diese auf diese Tierlist gehen. Wenn wir dann nämlich auch mal sortieren nach Beliebtheit, also wie oft werden die Heiler in den Runs gespielt
Und wir nehmen jetzt dafür einfach nur mal 20er Keys und höher, weil alles drunter ist jetzt wirklich nicht repräsentativ, oder wir sagen sogar mal 25, weil auch 22er, 23er Keys kannst du spielen, was du willst, theoretisch. Das sind jetzt dann schon die Keys, wo die Besten der Besten mitspielen. Und da sehen wir Disziplinpriest ganz oben, dann kommt der Mönch und dann der Druide. Und Mönch und Druide, der eigentlich beste Spec laut Tierlist plus einer der eher schlechteren Heiler-Specs laut Tierlist, liegen halt fast gleich auf. Und das finde ich doch sehr interessant, während der Schamane, der beispielsweise auch im A-Tier war, so gut wie keine Verwendung findet. Also hier sehen wir, da sollte man vielleicht nicht so viel drauf geben und einfach ein bisschen ausprobieren. Bei den Tanks, da kommt das Bild aus der Tierlist doch ziemlich gut zur Geltung. Wir sehen, Dämonenjäger dominieren die hohen Keys. Also die höchsten Keys, fast 50% aller Runs wurden von Dämonenjägern gemacht. Also da hat es schon einen Hintergrund, warum die da so gut platziert sind. Die scheinen auch wirklich extremst gut zu performen. Und danach kommen auch die nächst beiden stärkeren Specs laut Tierlist, Pala und Todesritter. Und auch die, die eher schwächer eingestuft wurden, Krieger, Mönch, Druide, sind sehr wenig in Verbindung. Soll natürlich nicht heißen, dass man die Specs nicht spielen kann. Wie ihr seht, es geht. Wenn wir jetzt hier mal gucken in 30er Keys, da ist es dann schon, da gibt es auch nicht viele Keys, deswegen ist 25 eigentlich relativ aussagekräftig. Aber man kann auch solche Sachen mit allen Klassen spielen. Man macht sich's nur in dem Bereich höchstwahrscheinlich mit bestimmten Specs eine Ecke einfacher. Und dann gucken wir noch auf das Thema DDs. Da sehen wir auf jeden Fall, hat die Tierlist mit einem Punkt recht. Und zwar, dass Dämonenjäger extremst beliebt sind. Also 21,5% aller DDs in den hohen Keys sind Dämonenjäger. Und da muss man ja auch sehen, es gibt drei Plätze, deswegen könnten die da auch gar nicht so krass dominieren. Augmentation Evoker, zweitbeliebtester Spec mit 14,1%, also auch das stimmt. Aber danach gibt es ebenfalls eine ziemlich große Variation. Danach kamen ja hier so Specs Outlaw Rogue, Demo Hexer, Beastmaster und so weiter und so fort. Und wir sehen Dämonologie 9,1%, Outlaw 9,1%, Beastmaster 9,6%. Also tatsächlich, diese Specs, die da auch in der Tierlist genannt wurden, werden auch in den höchsten Keys weitestgehend genutzt. Aber auch hier sehen wir, es gibt trotzdem relativ viel Varianz noch in den höheren Keys. Also letztes Mal, in der letzten Season, kam es fast gar nicht vor, dass mehrere Klassen auf über 4% gekommen sind. So wie hier hast du dann immer noch Furorkrieger, den Vergelterpaler, Frostmagier sind noch am Start, die Eulen sind am Start. Also es tauchen schon noch ein paar mehr Klassen auf und das sehen wir auch hier an den Leaderboards. Zum Beispiel der zweitbeste Run ist gespielt worden mit einem Feuermagier, einer Eule und einem Evoker. Also klar, laut Tierlist, die Specs, die da oben stehen, die werden auch am häufigsten verwendet. Aber es ist nicht so wie in der vergangenen Season, dass man wirklich die hohen Keys ausschließlich mit den Top-Specs gespielt hat. Und dementsprechend, ja, eine Tierlist ist auch in dieser Season ein ganz okayer Indikator, wenn man wissen will, welche Klasse ist ganz in Ordnung, aber man sollte sich diesmal wirklich nicht ausschließlich darauf verlassen. Und damit danke an euch fürs Zusehen, schreibt mir eure Meinung zu der Thematik in die Kommentare. Bis dahin, habt eine gute Zeit, reingehauen.